Ja, und da sind wir wieder zurück hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Wir haben gerade das kleine Spukhaus hinter uns. Und eine kleine Moralpredigt zwecks Entscheidungen bekommen, die aber auch meiner Meinung nach wirklich wahr ist. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Wir wollten ja genau, finde Hurensohn Juniors Casino, beziehungsweise allgemein Hurensohn Junior. Finde das Versteck. Okay, Wimme Vivaldi. Besiege. Das sind die Schwerter. Aber hier nicht auch irgendwas mit hier sag mal an. Einem Finde Junior. Arena, die würde ich lieblich gern besuchen. Oh, sind wir schon wieder eine Stufe angestiegen und habe ich das nicht mitbekommen? Oder. Weil die ist hier. Lass ja hier wieder ein. Oh, habe ich das nicht. Schrei mich nicht so an. So, eine Stufe noch, dann kriegen wir einen Slot mehr. Oh, jetzt geht mein. Zack, zack. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. Ja, das scheint hier ein ziemlich großes Problem zu sein in Novigrad. Die Armut, weil wir sehen ja wirklich hier überall. Was ist denn jetzt los? Geralt von Riva? Hexer? Wasserwolf nennen sie dich? Du wirst der Verletzung religiöser Gefühle beschuldigt. Wir haben den Befehl, dich zu einer Befragung mitzunehmen. Gib uns deine Waffen. Da, sicher nicht. Könnte ganz. Oh. Das ist ein Missverständnis. Also gut, nehmt sie. Aber ich brauche eine Bescheinigung. Ich will nichts verlieren. Ich stelle dir sofort einen Wisch aus. Erinnerst du dich an den Prediger, der von Hexen und Hexern gesprochen hat? Ein Mann, den du vor Gott beleidigt hast? Er hat uns gebeten, dir ein Sakrament zu erteilen. Ja, das Sterbesakrament. Meine dicken Finger wollten mal wieder nicht so, wie ich wollte. Sicher nicht. Den kriegen wir auch so, sag ich doch. Da waren meine dicken Wurstfinger mal wieder viel zu schnell. Und ich habe die 2 gedrückt, anstatt die 1. Aber wer sich mit dem Hexer anlegt, der muss mit den Konsequenzen rechnen. Komm, werd wieder. Ha! Ich würde mal sagen, dumm gelaufen. Mhm. Vielen Dank. Nehme ich auch. Warum sind da 2? Da liegt auch noch einer. Oh, ich habe einen Huhn getroffen. Er hat einen Huhn getroffen. Das war keine Absicht. Was läuft das Huhn mir auch mitten in den Weg? Jetzt bin ich der Hühnermörder von Novigrad. Männer haben die stinkende Hecke geplündert. Was ist denn hier unten? Was ist hier unten? Finde Junior. Nee, wir wollen ja nicht ins Casino. Ich will in die Arena. Man weiß, vielleicht kann man da ja noch ein bisschen, ne? Und so. Knick, knack. Mit dem Schwert. Was ist hier denn los? Was ist hier los? Ich hab doch hier gerade Abmucks. So Geräusche gehört. Hier, guck mal. Da. Eine Urkunde. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Snake im Ring zu kämpfen. Oh. Ich bin alles so leid. Oh. Wir sind jetzt Snake. Snake. Schon gehört? Man hat. Du gehst mir auf die Nerven, grauhaariger Arsch. Ja, hab dich lieb. Hallo. Ich kenne dich nicht. Du kommst nicht rein. Und steh hier nicht rum. Wollen wir das jetzt mit Snidrick machen oder wollen wir einfach mal. Hört mich an, ihr wollt mich reinlassen machen. Ich will meine Chance in der Arena. Ich glaube, das kommt Komm nicht. Komm rein. Wer hat das sagen? Igor. Man Igor. Nennt ihn Haken. Igor Haken. Weil ich glaube. Was zum Teufel war das? Ein plötzlicher Anfall von Ehrlichkeit. Ich glaube, es kommt nämlich geiler, wenn wir als Geralt von Riva, Schlechter von Blaviken und Weißer Wolf in die Arena treten und nicht als Snake.
Den Namen, den eh kein Mensch aussprechen kann. Ich sollte hier mal besser ausleuchten. Na los, mach dich bereit. Igor. Ich bin bereit. Kriegen die Verlierer auch was? Hallo. Hier ist es nicht sicher. Hallo. Du nimmst an die Abmachung, hoffe ich. Hab so ein Schwert mit einem. Ein bisschen mehr Beleuchtung wäre hier mal nicht schlecht. Wir haben hier Zuschauer. Entschuldigung. Hallo, Igor. Haken. Ich brauche Arbeit. Was kannst du denn? Mit dem Schwert umgehen. Ich könnte als Leibwache arbeiten. Und wen hier würdest du bewachen? Menschenmengen können außer Kontrolle geraten. Jemand muss den Frieden wahren. Hm? Hast du irgendwelche Berufserfahrung? Ich bin ein Hexer. Mein ganzes Leben lang töte ich Monster gegen Bezahlung. Menschen sind kein Problem. Eine Wache muss manchmal kämpfen. Aber das ist nicht das Wichtigste. Die eigentliche Frage ist, ob du dich kontrollieren kannst. Kann ich. Und ob du die Menge kontrollieren kannst. Ich habe gelernt, meinen Herzschlag, meine Pupillen und meinen Stoffwechsel zu kontrollieren. Mein Medaillon vibriert in der Nähe von Gefahr und ich kenne ein paar einfache Zauber. Ich muss dich prüfen. Mal sehen, wie du kämpfst. Wenn du überhaupt kämpfen kannst. Geh in der Arena kämpfen. Wenn du 3 Kämpfe überlebst, gebe ich dir Arbeit. Das klingt doch very, very nice. Stell mich auf. Hab ich schon. Wir fangen sofort an. Oder musst du dich noch vorbereiten? Nee. Ich bin bereit. Bin immer bereit. Wunderbar. Seid bereit. Mal sehen, was du wert bist. Denk dran. Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Das Publikum mag es nicht, wenn man den Gegner verschont. Kriegen wir hin. Hier werden doch losgehen. Eh nur Räuber, Mörder und seinesgleichen kämpfen. Geldbörsen raus! Es werden Wetten angenommen! Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Ein Hexer, ein mörderischer Mutant. Sein Gegner, Gustav Röhne. Ein Mann, der sich selbst auf der Mutterleib befreit hat. Mit einem Messer. Das sieht ja geil aus. Ein Mann auf Lebensrettung. Ich töte ihn nicht. Was? Schwächling, lass ihn sterben. Lass die Hunde los. Moment. Ich bin mal wieder. mal wieder blöd. Das können wir doch mal eben ganz schnell. Ich und meine fetten Finger. Triss konnte Geralt nicht helfen. Jetzt kriegen wir doch mal Story. Zu Corinne Tilly, einer Traumdeuterin, die sich auf das Lokalisieren verlorener Seelen spezialisiert hatte. Unter ihrer Anleitung hatte der Hexe einen Traum. Darin waren Ciri und ich, Rittersporn, wieder vereint. Geralt wusste jetzt, dass er auf der Suche nach Ciri zuerst seinen treuesten und ältesten Freund aufspüren musste. Wie gesagt, im Normalfall mache ich das ja nicht. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann treffe ich sie. Aber die Entscheidung, die ich treffen wollte, habe ich ja nicht getroffen. Geldbörsen raus! Also. Es werden Wetten angenommen. Aus dem fernen Osten, wo ein Menschenleben weniger wert ist als ein Becher Wasser. Weil ich will ja... Ein Hexer! Eine gute Leibwache! Ein mörderischer Mutant! Wie gesagt, das ist ja... Irgendwelche Gegner, letzten Worte? Gustav Röhne! Ein Mann, der sich selbst aus dem Mutterland befreit hat. Mit einem Messer. Wie immer, ein Kampf auf Leben und Tod. Töten! Mich nicht! Töten! Ich hab Kind! Töten! Ups! Töten. Du könntest die Riese. Ja. Kinder. Der Hexer hat gewonnen. Nächster Kampf. Und weiter geht's. Ja, der Hexer denn? Gegen... Die haarigen Brüder, direkt von den wilden Skellige-Inseln. Ach, gleich. Ihr Vater war ein Braunbär. Sie leben, um zu töten. Komm schon, komm näher. Hat er deine... Ergib dich, oder du endest wie dein Bruder. Prima. Alter, was für... Der Hexer hat wieder gewonnen. Nächster Kampf. Der Hexer tut, was er am besten kann. Oh, okay. Auge in Auge mit Bestien. Was kommt denn da jetzt an? Ist das ein... Das ist ein Wyvern. Aber was ist ein Wyvern gegen einen Hexer? Yeah. Haben wir. Kommt noch was? Warum?
Ihr wollt mehr? Lasst die Bestien los! Was kommt da? Das ist ein Endriaga-Krieger. Kacke. Na komm schon. Ich sollte vielleicht einmal auf Igni wechseln. Weil das ist Feuer. Und gegen Feuer seid ihr ganz schön blöd. Haben wir. Und jetzt? Wir wollen Boris! Wir wollen Boris! Wir wollen Boris! Ja, oder was ist Boris? Das da ist Boris. Soll ich Boris loslassen? Boris! 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 Nur für euch! Zum ersten Mal seit langer Zeit! Lasst Boris frei! Dann komm mal her, Boris. Oh, was ist... Ach, Boris ist ein... Kein Monster, Boris ist ein Bär. Auch Boris überlebt nicht lange. Das war's auch mit Boris. Dem Bären. Und noch ein Sieg für den Hexer. Yes. Bravo, die hast du gründlich kalt gemacht. Man hat mir gesagt, ein echter Schläger wäre in die Arena gekommen. Ist das zu glauben? Es stimmt. Danke. Cyprian Willi, den meisten als Hurensohn Junior bekannt, weiß ordentliches Handwerk zu schätzen. Also, genug geplaudert. Jetzt... Die Zwerge von Hacker sind in der Kanalisation. Sie haben die Wachen abgeschlachtet. Steh nicht rum wie ein verdammter Pimmel bei der Hochzeit. Ruf die Männer und mach die Zwerge nieder. Und würde bitte jemand den verfluchten Hexer töten? Was? Was kann ich denn jetzt? Was? Ihr habt den Mann gehört. Tötet ihn. Na, dann versucht euch doch mal. Ich hab doch gerade gesehen, was ich mit euch gemacht habe. So, ja, wo denn? Könnt ihr knicken hier. Richtig. Igor muss auch anlaufen. Oh, oh, oh. Ich sollte dieses Loch durchsuchen. Durchsuchen? Wir sollen es platt machen. Und der arme Hund. Der kann da doch auch nichts für. Oh, was hat denn Igor? Igors Schlüssel. Oh, dahinter. Das sieht man doch. Der Boden ist von einer beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Aha. Ah, gucke mal. Sesam, öffne dich. Was ist denn hier Feines? Fläschchen, Schafsfell. Mysteriöser Brief. An Hurensohn Junior. König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind immer noch am Leben und wissen, welche Rolle du in dem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Versteck dich vorerst an dem Ort, den dir der Bote nennt, der diesen Brief überbringt, und bleib außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeiten unter den Mitgliedern der Großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redaniern getroffen hat? Oh, Gwennell! Gwennell! Gwennell? Gwennell. Ist leider schlechter. Schade. Ich hätte jetzt Schöneres gehofft, aber... dann eben nicht. Aber mit Igors Schlüssel muss ja auch irgendwas machbar sein, ne? Sollten wir vielleicht gucken, was sagt denn die Karte hier unten? Sagt die uns irgendwas? Nee, sagt jetzt natürlich nichts. Kann ich hier nicht... Alles. Nee, alles. Alles. Oh, kann ich hier nicht? Kann ich nicht. Schade. Es gibt keine? Jungs. Was ist da los? Ich höre doch... Gehacke. Na gut, die Zwerge sind ja los, ne? Kommt man nirgends so lang.
Was ist das? Warum ist das ja nicht so ruhig? Hier war doch gerade noch richtig Party. Komm ich da lang? Nein. Schade. Da geht's ab. Ich höre Ratten. Alle Mistviecher. Mann von Hacker! Wir helfen mal hier ein bisschen beim Aufräumen. Oh, das Schwert macht richtig gut Damage. So, was haben wir denn hier? Igors Schatülchen. Nachricht von Igor. Da es in letzter Zeit einige Missverständnisse bezüglich der Wertgegenstände gab und zudem auch ohne den geleisteten Grund Blut vergossen wurde, möchte ich hiermit versichern, das Geld ist in der Kiste unter Verschluss und in Sicherheit. Der blinde Idiot, der dachte, sie wäre weg, hat am falschen Ort nachgesehen. Geh den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die gegenüberliegende Wand. Wenn du Augen im Kopf hast, findest du, wonach du suchst. Ich betone noch einmal, dass Hurensohn Juniors Kronen nicht angerührt wurden und kein einziger Kopper fehlt. Ich wette meinen Kopf, dass das Geld noch immer dort ist und darauf wartet, abgeholt zu werden. Okay, wir müssen den, was war das jetzt hier? Hier. Gehe den Gang runter, der vom Obergeschoss zur Arena führt. Dreh dich, sodass du mit dem Rücken zum Gitter stehst und betrachte die Gegenüber. Ah, das haben wir doch eh schon gefunden. Wir sind ja gewiefte Leute. Ne? Wir haben das ja schon gefunden. Jetzt gucken wir doch mal, was es hier noch so gibt. Das eine oder andere. Ich muss aber ehrlich sagen, die Musik, so schön sie ist, passt gerade kein Stück zum Geschehen. Wir müssen ja hier lang. Stimmt, wir sind ja. Habt ihr den da gerade? Ach, ich bin mal wieder. Ich hab's schon wieder geschafft. Ja, gut, wer so viele Knüppel einsteckt. Der ist aber schuld. Bringt doch eh nichts ein, der ganze Rotz. Oder sehe ich das jetzt falsch? Was bringt denn hier so ein Schwert an hier? 45? Aber ich glaube, die kriegen wir auch gar nicht vom Händler. Mal gucken. Aber wir überladen jetzt immer ziemlich fix. Hm. Komisch, komisch. Können wir jetzt. Warte mal. Auf. Wir können jetzt ja noch das Casino ausräumen. Gute Frau, was ist denn los? Wir machen natürlich gleich jetzt. Was willst du? Zu Stress? Ich habe gerade in der Arena aufgeräumt. Du hast mir nichts verloren. Was willst du hier eigentlich? Ins Casino. Was hier jeder will. Bisschen spielen, mich amüsieren. Nur geladene Gäste, Kumpel. Pech gehabt. Mhm, wir können es auch so machen. Ich glaube, ihr lasst mich sofort rein. Aber natürlich, bitte. Und du? Wünsch mir Glück. Viel Glück an den Tischen. Dankeschön. Wir nehmen natürlich so viel mit, wie es nur geht. Also gehen wir auch hier rein. Siehst mal, komischer Vogel. Alles zurück. Wer ist du hast kein Geld mehr. Lass mich, ich setze mein Haus. Noch ein Wort von dir und ich bring dich nach oben. Nein. Wann ist denn oben? Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte. Gute Karten heute? Ein Mutant? Was zum Teufel hat ein Hexer hier zu suchen? Siehst du hier etwa Ertrunkene oder andere Scheißlinge? Heute Abend jage ich keine Monster. Ich suche den Besitzer dieses Etablissements. Ah, gestern hat jemand nach ihm gefragt. Wer? Weiß ich nicht. Sie haben ihm den Schädel zertrümmert, bevor ich ihn richtig sehen konnte. Mhm. Schwimmt jetzt bei den Fischen. Hurensohn war schon immer empfindlich. Aber das geht zu weit. Ich muss mit dem Besitzer sprechen. Weißt du, wo ich ihn finde? Hab keinen Schimmer. Aber warte kurz.
Meine Herren, dieser Kerl hier möchte den Besitzer sprechen. Weiß einer von euch, wo Junior ist? Reißt euch zusammen, Jungs! Ach, ist das so? Dann machen wir doch wohl mal ein bisschen Platz hier. Der nächste. Versuch's doch, du Schwanz. Gut, machen wir. Au, au. Alter! Meine Güte hier. Haben wir. So, jetzt bist du dran. Anstrengend. Das nehmen wir mit und jetzt schließen. Wir sortieren jetzt mal ein bisschen aus. Nimm nicht jeden Rotzmist mit. Naja, ich weiß, ich bin da nicht wirklich prädestiniert für. Sonst nehme ich auch jeden Rotzmist mit. Wo ist denn hier rum? Gut. Los, auf ihn! Können ja noch ein bisschen spielen. Aha. Ich sollte mich umsehen. Eine Schuldnerliste. Schuldnerliste. Gucken wir doch mal auf. Adalbert Zimmer, Gewinn Neues, Lettis, blablabla. Rico. Dich haben sie ja halb tot geschlagen. Hey, hörst du mich? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Wir helfen dir. Wie heißt du? Rico. Rico Meiersdorf. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie rausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redaniern zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Dann lauf. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Das nun. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Bethlam, war das der Bettlerkönig? Ohne Glyphe, nehme ich. Quest, Leder, Paste, nehme ich alles. Sondern was? Nichts mehr Schönes. Haben wir ein Waffenreparaturset? Haben wir nicht. Na super. Können wir aber herstellen, wenn ich das jetzt. Noch richtig. Prinzessin Xenthias, ein Relikt. Eieieiei. Warte mal, was habe ich denn jetzt hier gerade? Warte mal, wir nehmen das. Wir nehmen die Zwergenklinge, die ist dann doch noch ein bisschen nicer. Schönes Schwert, ja. Nehme ich ein Hemd mit. Ich weiß es nicht. Werde ich schönes Schwert auch mal? Nichts für uns. Haben wir jetzt aufgeräumt oder sind hier noch welche? Ich habe aufgeräumt. Sehr schön. Jetzt juckeln wir doch nochmal schnell rüber. Hier reicht's. Plätze. Keine Lust zu laufen. Ich bin ein fauler Geralt. Heya! Dann dackeln wir doch mal hier rüber. Meiner Meinung nach doch echt eine gute Entscheidung, dass wir doch noch ins Casino gegangen sind. Wir können eigentlich auch vorher mit Dijkstra ein bisschen spieken. Gucken, was dabei rumkommt. Wir müssen auch, glaube ich, noch zu Triss. Oder ist sie schon auf und davon?
Elfenblut, was? Ich weiß es gerade gar nicht. Nein. Hexerblut. Oha, bitte. Falsch abgebogen. Sag mal, muss der Kopf da nicht langsam mal stinken? Hier. Plätze weiter. Ich wollte nur den Leuten was zeigen. Der muss ja langsam stinken. Wie sonst was? Das ist doch eine gute Eintrittsmusik. Ja, ja, sei doch ruhig. Komm, Plötze und ich, wir gehen jetzt ins Badehaus. Aber ich würde mal sagen, jetzt stehen wir hier. Hier stehen wir gut. Hier können wir noch einen schönen Eingang. Zack. Sieht das hier? Oh, guck mal hier. Das sieht doch... Das ist doch auch eine schicke Aussicht. Ja, ich würde mal sagen... Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden. Darf ich jetzt ausreden? Doch. Also, wir gucken, was in der nächsten Folge bei rumkommt mit Dijkstra, besuchen dann das Versteck von Hurensohn Junior, gucken vielleicht, ob wir Triss nochmal angreifen können, so, ne, hin. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt The Witcher 3 Wild Hunt. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen und auf Wiederschauen. Tüdelü. Once we were many, now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. We meet again, Witcher. Your Imperial Majesty. She's returned, Geralt. After all these years. Are you sure it's her? Yes. And she's in danger. Witnesses claim the Wild Hunt follows her. You must find her. And when I do, what then? I shall give her what she deserves. White Wolf, at last. I come for her, but the prophecy. Every decision you make will bring devastation. Each choice will lead to a greater evil.